Die Union läutet die heiße Wahlkampfphase ein. Bei einer Kundgebung in Berlin von CDU und CSU stärkt nicht nur Bundeskanzlerin Angela Merkel dem Kanzlerkandidaten Armin Laschet den Rücken. Auch sein ehemaliger Kontrahent Markus Söder aus Bayern gibt sich versöhnlich. Am Ende, liebe Freunde, das müssen wir jetzt auch rausarbeiten in den nächsten Wochen, kommt es wie immer auf den Kanzlerkandidaten. Adenauer, Kohl, Merkel, jetzt Laschet. Wir müssen unseren Kanzlerkandidaten an der Stelle unterstützen und gegen viele Angriffe auch in Schutz nehmen, die jetzt kommen, faire, ernst gemeinte, aber auch viele unfaire, die wir in den letzten Tagen erlebt haben. Lieber Armin, du kannst dich dabei auf meine Unterstützung verlassen. Dies ist ehrlich gemeint. Angela Merkel tritt bei der Wahl am 26. September nicht mehr an, nach 16 Jahren im Amt als Bundeskanzlerin. Das heißt also, die Karten werden neu gemischt. Und von 72 Jahren Bundesrepublik Deutschland haben CDU und CSU über 50 Jahre den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin gestellt. Das ist kein Anlass zum Stolz, sondern das ist Anlass zur Demut und zum Dank an die Wählerinnen und Wähler. Die Ausgangslage für den Wahlkampfendspurt ist denkbar schlecht für die Union. In den Umfragen hatte die Partei zuletzt dramatisch verloren, während die SPD zulegte und zum Teil an den Grünen vorbei auf Platz 2 zog. In der Frage der Kanzlerpräferenz erreicht Laschet zum Auftakt der heißen Wahlkampfphase Tiefstwerte.